Guten Abend und willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg, einer Stadt, die am Freitag hohen Besuch von einem kleinen Mädchen hatte. Ihr Name Greta Thunberg. Wenn man sie sieht, fragt man sich sofort, wie kann es sein, dass eine minderjährige Schülerin mit Asperger-Syndrom mehr für die Rettung des Klimas tut als die meisten erwachsenen Politiker? Wahrscheinlich haben Erwachsene keine Angst vor der drohenden Klimakatastrophe, weil sie dann schon tot sind. Wie schön, dass wenigstens unsere Bundeskanzlerin lobende Worte für den Protest gefunden hat. Vor uns die Sintflut. David Walden über eine Generation, die Schule schwänzt und kämpft. Die neue Ikone der Umweltbewegung ist etwa 1,50 Meter groß und 16 Jahre alt. Greta Thunberg, am Freitag in Hamburg. Die schwedische Schülerin hat dem Kampf für mehr Klimaschutz ihr Gesicht gegeben. Ein ziemlich hoher Preis für eine so kleine Person. Man wird sich wohl nie ganz an diese Aufmerksamkeit gewöhnen. Macht dir das manchmal Angst? Nein, ich weiß, dass ihr einfach berichten wollt. Und das ist gut, dass die Medien über das Klima berichten. Letztes Jahr beginnt Greta ihren Schulstreik fürs Klima. Statt in der Klasse sitzt sie jeden Freitag vor dem Stockholmer Reichstag. Aus der Aktion wird ein globales Phänomen. Gretas Forderung ist einfach. Die Länder sollen die CO2-Grenzen einhalten, die sie auf dem Pariser Klimagipfel verabredet haben. Jedes Kind versteht das. Ich will, dass ihr handelt, als ob das Haus brennen würde. Denn das tut es. Anfangs streikte Greta noch gegen den Widerstand ihrer Eltern. Heute unterstützen sie ihre Tochter. Als ich damit angefangen habe, hatte ich eigentlich keine Erwartung. Ich dachte einfach, mal schauen, was passiert. Aber dann wurde es sehr schnell sehr groß. Und nun ist es riesig, auf der ganzen Welt. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Lass uns mal losgehen, bitte. Ich möchte alle Doku-Teams bitten, dass sie sich im Hintergrund halten. Der Tag in Hamburg ist streng durchgetaktet. Ein Termin reiht sich an den anderen. Dabei hat Greta im Moment eigentlich Schulferien. Doch statt Urlaub zu machen, reist sie zu Klimademos in halb Europa. Vor Hamburg war sie schon in Brüssel, Paris und Antwerpen. Tapfer hält sie die Medienrummel stand. Doch manchmal wird es auch ihr zu viel. Ich denke, Deutschland hat gerade eine große Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass es eine Art Anführer sein kann. Ich denke, Deutschland hat einen großen Einfluss auf andere Länder. Vorsicht mit der Straße, bitte! Ich weiß nicht. Wäre Atomkraft eine Option für dich? Lass uns bitte weitergehen! Was nicht jeder weiß, Greta leidet unter dem Asperger-Syndrom, einer Variante des Autismus. Ein bisschen Abstand ist da hilfreich. Ich würde jetzt alle bitten, die hier nicht unmittelbar zu filmen haben, zum Rathausmarkt vorzulaufen. Wir brauchen gerade ein bisschen Ruhe für den ersten Auftakt. Wir sehen uns am Rathausmarkt wieder. Ja, also. 4000 Schüler sind laut Polizei gekommen, um gegen den Klimawandel zu protestieren und um ihr Idol Greta live zu sehen. Anziehungskräfte, von der die Politik nur träumen kann. Gestartet und wir können uns alle damit identifizieren. Und für uns ist es halt einfach toll, dass sie hier ist. Voll gut, dass sie den Anfang gesetzt hat, den Anfang gemacht hat und dass jetzt so viele auch mitmachen und sich hier anschließen. Ja, es ist auch richtig cool, dass sie herkommt, weil wir sind also sind ja viel mehr da als jetzt letzte Woche oder so. Und es zeigt einfach auch, dass man, egal wie klein man ist, man kann immer was bewirken. So. Finde ich super. Also klar, ja, Schule schwänzen, ja oder nein, ist natürlich so eine Sache. Ja, muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich finde, die Zukunft ist wichtiger, als immer da zu sein. Das sieht die Hamburger Schulbehörde anders. Greta stiftet zum Schuleschwänzen an. Ihre Gefolgschaft müsse daher mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Doch Angst vor Strafen hat hier niemand. Was sie vereint, ist ihre Panik vor der Zukunft. Moin! Ich bin sehr stolz, mit euch hier in Hamburg zu stehen. Wir streiken, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und die nicht.
Und ja, wir sind wütend, weil die ältere Generation unsere Zukunft stiehlt. In diesem Moment. Wir werden nicht zulassen, dass sie damit weitermacht. So sehr die junge Umweltaktivistin hier verehrt wird, so sehr wird sie von ihren Gegnern verachtet. Im Netz gibt es eine regelrechte Hasskampagne gegen sie. Das Spektrum reicht von Beleidigungen bis zum Vorwurf, sie sei eine Marionette, die für Geld auftritt. Wie geht eine 16-Jährige mit so etwas um? Offenbar mit einer großen Portion Optimismus. It's a good sign, actually. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen, dass sie denken, sie müssten uns hassen. Das heißt doch, dass sie sich bedroht fühlen. Und das heißt, wir haben etwas getan. Um den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu begrenzen, geht Greta übrigens mit gutem Beispiel voran. Jetzt nehme ich den Zug von hier zurück nach Stockholm. Würdest du jemals fliegen? Ich glaube nicht. Natürlich, in der Zukunft könnte es neue technologische Lösungen geben, aber jeder Wissenschaftler, mit dem ich spreche, sagt, das wird nicht reichen, um den Zeitplan des Pariser Klimaabkommens noch zu retten. Also eher nicht. Bislang hält kein einziges europäisches Land die vereinbarten Klimazusagen ein. Greta muss also weitermachen.